Ja, wo bist du? Bist du in die Wohnung gekommen? Ja, deine Mom hat mich reingelassen. Ich habe meine Sachen schon überall verteilt. Jetzt bin ich im Park. Frische Luft schnappen. Perfekt. Komm rüber zum Amphitheater. Ich muss dir was zeigen. Ist das eine Spinnensache? Bitte sag, dass du ein Stück von Rhinos Horn hast oder sowas. Die Bilder von dem Kampf waren echt richtig krass. Definitiv eine Spinnensache. Und definitiv besser als ein Horn. Oh, das klingt echt spannend. Bin gleich da. Und damit melde ich mich zurück bei Spider-Man Miles Morales. Nach viel zu langer, krankheitsbedingter Pause gehen jetzt die Let's Plays weiter. Meine Güte. Und meine Fresse, wir haben aber auch schon wieder echt viele Bereiche hier. Heiliger. Gesamtfortschritt 2%. Na, da haben wir ein bisschen was zu tun. Und da wollen wir hin. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es funktioniert. Ah ja. Ich krieg's schon wieder raus. Yankee wartet wohl am Amphitheater auf mich. Erfahrungspunkte, okay. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal. Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Mach's auf. Alter, zieh ihn mal an. Ich gebe Deckung. Was ist? Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Okay. Wie sehe ich aus? Nee. Miles Morales, Glückwunsch und willkommen in deinem allerersten Superanzug. Es ist ein neuer Anzug freigeschaltet. Ja, schön. Anzüge können im Anzüge-Menü auf der Anzüge-Seite ausgerüstet werden. Hätte es gedacht. Komm wieder her, wenn du weitere Anzüge freigeschaltet hast oder wenn du deinen aktuellen Anzug wechseln möchtest. Stadtaufwärts findest du Teil 2 dieses Supergeschenks. Ah ja. Wir haben natürlich den Standardanzug, ne? Vielleicht dann ist er auch hier wieder links. Was ist das hier? Neues Spiel Plus? Aha, das ist bei der Trainingsanzug. Wir haben hier den verbesserten Tech-Anzug. Finde ich gar nicht verkehrt. Und eigentlich haben wir die anderen hier auch. Also wir sollten irgendwelche noch haben. Keine Ahnung. Egal. Ich nehme tatsächlich den verbesserten Tech-Anzug. Ich finde den schwarzen irgendwie... Der macht schon eine ganze Ecke mehr her, als der hier mit den komischen Knieschonern. Das sieht irgendwie da gar nichts aus. Vor allen Dingen die Mütze, die da so komisch angekrusselt ist. Der ist ja gar nicht on pass. Das sieht schon besser aus. Okay. Wir haben da irgendwie eine Rufliste. Komme ich doch hin? Nein, komme ich nicht. Warum nicht? Muss ich schließen? Das ist erst okay. Die Hälfte des Geschenks. Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde. Modifikation. Ziemlich sicher. Willkommen bei Just the Facts mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer, J. Jonah Jameson. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Was für ein Masochist? Traurige Nachricht, Leute. Meine Weihnachtsspendengala wurde abgesagt wegen ein paar Ehren-Superhelden. Gibt's nicht was Besseres? Oh, von denen hier habe ich nur Gutes gehört. Hallo, hier ist Danica Hart mit dem Danicast, wo wir uns auf Leute konzentrieren, die unsere Stadt nach vorne bringen. Heutiges Thema? Wie wär's mit Aktienhändlern, profitgierigen Colleges oder den Erfindern von Autoplay bei Internetvideos? Nein,
Natürlich berichten wir, wie die Spider-Man Rhino zur Strecke gebracht haben. Abonniert DannyCast, neuer Lieblingspodcast. Podcasts können in der Audioeinstellung aktiviert oder deaktiviert werden. Okay. Ja, lassen wir mal aktiviert. Ich musste es einfach mal ausprobieren. Hier bin ich richtig. Pete hat ja so einiges vorbereitet. Ja. Mhm. Spider-Signal. Okay, was haben wir da? Herausforderung. Miles, freu dich auf deine erste holographische Trainingseinheit. Solche Einheiten sind in der ganzen Stadt verteilt. Jedes auf neue Moves und Techniken spezialisiert. Bei dieser geht es um akrobatische Improvisation. Nimm deine Startposition ein. Holo-Training? Oh, ich bin bereit. Zuerst Luftkampf. Den Gegner nach deinen Bedingungen zu bekämpfen, ist ein großer Vorteil. Und jetzt ein Folgeangriff in der Luft. Jetzt mein Lieblingsmove. Der Schwungtritt. Diese Holotechnologie ist top. Vielleicht könnte ich eine tragbare Version ausrüsteln. Noch eine Spider-Fertigkeit, Entwaffnung. Aha. Entwaffnete Gegner sind ungefährlicher und es ist sehr befriedigend, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Doppeleffekt. Okay, ja. Der Hammer. Ein Hoch auf Peter Parker. Jetzt kombinieren wir die Moves. Okay. Luftschleuder. Bodenreißer. Das hält die Gegner in der Luft sehr gut unter Kontrolle. Und sie machen abgefahrene Geräusche. Muss mit dem Ausweichen muss ich noch üben. Nicht das Gebiet verlassen. Und das ist dein Bingo. Blue Screen des Todes. Tonnen von Hightech-Zeug zu verkaufen. Oh shit! Spider-Man! Holt ihn euch und dann das Zeug! Wollt ihr euch welche einfangen? Ja? Okay, dann los! Schaltet die Spinne aus, dann schnappt euch das Zeug! Das wird uns ein Vermögen einbringen! Dass ihr's wisst, das ist offizielle Spider-Man-Technik! Und ihr seid keine Vertragspartner! Na komm! Okay, ich muss rauskriegen, wie man ausweicht. Was ist, wenn man so lange Pausen macht? Okay, dann los! Schaltet die Spinne aus, dann schnappt euch das Zeug! Das wird uns ein Vermögen! Dass ihr's wisst, das ist offizielle Spider-Man-Technik! Und ihr seid keine Vertragspartner! Oh.
Heuchelei. Das war ein Volltreffer. Ja. Mist. Kombo verloren. Das war's für die Technikdiebe. Und jetzt zur Trainingssimulation. Kritischer Fehler im Schaltkreis AF. Colonel Penny. Ich setze das BIOS zurück. Natürlich. Super, das war's schon. Pete hat Schwingen, Lautlos und Kampfherausforderungen erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Die Zeit müssen wir uns wohl nehmen. Okay, hier sind wir jetzt. Die müssen wir mit 50 Treffer in Ultimativ ablösen. Schaltet frei Spinnrad. Ja, dann. Heide Witzka, Kapitän. Hey, ich glaube, du solltest auf dem Rückweg bei der Plaza vorbeischauen. Im Vorbeigehen sahst du aus, als wollte da jemand einbrechen. Ja. Ich sehe mir das an. Hey, ich will mehr über deine neuen Spinnenkräfte hören. Ich glaube, es ist eine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität. Oh, die braucht einen Namen. Wie wär's mit Venomkraft? Klingt das nicht irgendwie cool? Okay, nicht schlecht. Ich mach mich erst zur Plaza, dann heim. Denk dran, Venomkraft. Glaub mir, das ist super. Also erstmal, hieß sie schon die ganze Zeit jetzt Venomkraft. Sie wurde uns so erklärt. Zweitens, warum Venom? Was hat das mit Venom zu tun? Aber egal. Okay, wir haben... Ach ja, Fähigkeitenbaum. Ich wollte auf Kampf eigentlich, glaube ich, wollte ich, ne? Wollte ich. Bioelektrische Kraft, die dich angreifen, außer ich eine Zeugstelle und fülle so deine Venom-Leiste. Aha. Hier kann ich noch nicht. Venom-Fähigkeiten könnte ich. Nee, wir gehen ja. Kampf. Ausgerüstet und im Besitz, wunderbar. Fortbildung schadet natürlich auch nicht, aber da muss ich irgendwie die Herausforderung für abschließen. Jetzt komme ich auch hier in die Move-Liste. Viel zu viel. Anzüge. Visiermodifikation, Triangulation, unerschwinglich. 8 Aktivitätsmarken markiert beim Scannen Gegner hinter Mauern. Diese bleiben aktiviert. Okay. Anzugmodifikation, unerschwinglich und verwüstlich reduziert den Schaden. Das ist gar nicht schlecht. Angriffe nach perfektem Ausweichen verursachen 5 Sekunden 50% mehr Schaden. Auch nicht übel. Aber wir müssen hier diese... Kann ich jetzt die Herausforderung hier nochmal spielen? Nö. Die ist... irgendwie... weg. Okay, ich soll da hinten hin. Neue Wohnung. Aber die hier ist so nah dran. Fortbewegungsherausforderung. Wobei ich gar keine Ahnung mehr habe, wie Fortbewegung überhaupt großartig funktioniert. Weil wie kann ich jetzt zum Beispiel diesen Punkt an... Nicht mit R1... Hey Freunde, danke für die Weiterempfehlung. Damit kann ich es anvisieren. Wir sind in den Charts von 136 auf 87 gestiegen. Wirklich, wow. Okay, weiter im Text. Heute übertrage ich live aus der langen Schlange für meinen Einbürgerungstest. Aha. Ich beantworte Fan-Nachrichten. Nummer 1. Woher kommst du, Danica? Ich komme aus Fuzhou in China. Als ich 6 war, kamen wir nach New York. Nächste Frage. Welches Mikro nutzt du? Ein lilafarbenes? Den Link findet ihr auch. Aktuelle Verbrechen. Moment. Die muss ich da auch irgendwie. Was ist der Sinn deines Podcasts? Einmal pro Woche trinke ich Kaffee mit einem Freund, einem Journalist, der jetzt Lobbyist ist. Wir reden über Nachrichten und sind uns nicht immer einig. Der gehört mir!
haben die denn hier alle Knarren? Du musst weg. Nicht schlecht, Kleiner. Jetzt bin ich. Du bist gar nichts. Erstmal heilen wir uns mal so zwischendurch. Oh, schade, komm mal wieder weg. Hey, Schluss mit. Spider-Man rettet Weihnachten. Danke vielmals. Kann man jetzt so auch nicht sagen. Keine Ursache. So, ich kann irgendwie Anzugseite öffnen, ja. Ich habe 3 Marken, ja. Die kostet 3. Ich muss sie auch nehmen, okay. Nein. Das ist so, um neue Modifikationen herzustellen, indem du auswählst und X gedrückt hältst. Kostet 8? Ja, dann komm. Egal. Du hast gerade eine neue Modifikation freigeschaltet. Komm wieder her, um weitere freizuschalten oder um andere auszurüsten. Gut. Ist ausgerüstet. Ich muss irgendwie, kann ich hier... Ah ja. So kann ich, Der Quantum. Tempo geben. Okay, aber ich kann nicht dran vorbeischwingen. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich muss das rauskriegen, ganz zügig. So, gucken wir uns das mal an hier. 45 Sekunden. Ich werde wahrscheinlich nicht mal ansatzweise unter einer Minute bleiben. Howdy, Miles. Hier testen wir deine Punktsprungfähigkeiten. Passier alle Kontrollpunkte vor Ablauf der Zeit. Bei der Markierung geht's los. Du schaffst das. Dafür bin ich bereit. Los geht's. Wie wär's mit Punktsprungtraining? Genauso. Der Punktsprung ist eine wichtige Spider-Fertigkeit. Wenn du schnell sein musst, ist Schwinge nicht schlecht. Aber Punktsprünge sind noch schneller. Nein. Wo ist der nächste? Langsam in Fahrt. Okay, ich habe 48 Sekunden gebraucht. Wenn du genau triffst, beschleunigst du extrem. Super praktisch, wenn du besonders flotte Tauben verfolgst. Also nicht, dass ich das je getan hätte. Natürlich nicht. Aha. Ich habe auch so eine Fertigkeiten. Fertigkeiten. Okay, Punktsprung. Drücke beim Kontakt mit dem Punkt, zu dem du dich schwingst, X, um die Punktsprungdistanz zu erhöhen. Achso, dann springe ich drauf und springe dann weiter weg. Okay, da muss ich nochmal... Das muss ich nochmal erneut versuchen. Weißt du, was ich über Fortbewegung in dieser Stadt gelernt habe? Persönlicher Stil ist alles. Ich bewege mich anders als Blackboard. Nein. Sie bewegt sich anders als Elektro. Oh Mist. Finde deinen Stil. Tauche ihn ein. Und bevor du dich versiehst, wirst du ein paar eigene Moves haben. Du bist nicht richtig. Nein, kann ich den nochmal direkt. Guter Lehrer. Echt gut. Langsam in Fahrt. Voll versagt. Aber das hätte besser werden können. Ich
Ich versuch's noch ein paar Mal. Die Folge wird übrigens ein bisschen länger. Ist immerhin die erste, die wir jetzt wieder haben. Weißt du, was ich über Fortbewegung in dieser Stadt gelernt habe? Persönlich als sie ist alles. Ich bewege mich anders als Black Cat. Sie bewegt sich anders als Black Cat. Finde deine Sachen. Tauch in den Eis. Und bevor du dich verliebst, musst du ein paar eigene Moves haben. Du bist wie ich. Du bist wie meins. Licht ist ein guter Lehrer. Echt gut. Nein! Hey, das ist die falsche Richtung. Ach, gibt's doch nicht. Da. Ah! Warte so, bist fast da. Unglaublich. Jetzt habe ich wieder 48 Sekunden, obwohl ich mich komplett verrannt habe. Okay. Komm. Jetzt. Ah. 40 Sekunden. Okay. 30 schaffe ich nicht. Machen wir, reicht erstmal. Also 30 schaffe ich irgendwann, aber jetzt gerade muss das nicht sehen. Und jetzt ist nämlich doch die Kampfherausforderung irgendwie wieder aktiv. Dann können wir jetzt versuchen, die zu schaffen. Ich glaube, Kampf liegt mir momentan noch etwas eher. Bis ich das mit dem Schwing wieder vernünftig raus habe. Aber ich lerne ja. Wollten mich zum Schweigen bringen. Mich umbringen. Wer auch immer dahinter steckt, dass Rhino ausgebrochen ist und geradewegs durch mein Studio krachte, genau als ich mein Charity-Weihnachts-Special aufnahm. Denken Sie an die Kinder! Und denken Sie an mich, der J. Jonah. Ja, nein. Five of J. Jonah. Okay, was müssen wir machen? Wie gewinnst du einen Faustkampf am schnellsten? Setz deine Fäuste nicht ein. In dieser Herausforderung schnappst du dir Sachen und prügelst damit herum. Okay. Das geht mit Objekten, Waffen, sogar mit anderen Gegnern. Jeder Treffer gibt einen Punkt. Geh zum Starten zur Markierung. Werfen wir mal Zeug auf Fake Bros. Okay. Einem Typen die Waffe aus der Hand reißen und sie dann auf ihn werfen. Deine Bogen. Okay, ja. Mit Gegnern Karussell zu spielen, ist ziemlich cool. Sehr schön. Mir wird ein bisschen schwindelig, aber macht Spaß. Oh, das war schmerzhaft. Das muss man Pete lassen. Das Drehen sieht verrückt aus, ist aber echt effektiv. Schmeckt dir das Hologramm? Ah, nein. Okay, aber direkt beim ersten Versuch 25. Soll mir auch erstmal reichen. 50 ist schon viel. Aber wir haben eine neue Fähigkeit freigeschalten. Und zwar hier jetzt das... Achso, man kann dann weiterdrehen. Ah, nette Sache, gut zu wissen. Geräte, wie kann ich die noch verbessern? Upgrades, und wie schaltet man die frei? Mit Aktivitätsmarken. Okay. In den Anzügen, wir haben momentan 4 Aktivitätsmarken, fürs Visier brauchen wir auch 8. Aber so toll finde ich das jetzt auch nicht. Hopp, falsche Tasten. Versuch nun von den großen Lasten länger Schwung zu holen. So kannst du dir Boost verschaffen. Bis zur nächsten Herausforderung. Oh, mehr Schwung holen. Gute Idee.
Komm, ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Und jetzt haben wir es. Viel mehr Erfahrung, so. Polizei, halten Sie an! Okay. Das Auto bricht gleich aus. Die fahren noch was um. Oder schlimmer, jemanden. Ich muss sie aufhalten. Okay, das kennt man schon. Halten Sie an, bevor wir verletzt wird. Alle gehen vom Dach! Ab dich! Okay, links. Und raus mit dir. Wow, wow, au, 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 au. Das lief nicht so gut. Aber geschafft. Das ist nicht gut. Und deswegen sollte man bei Rot anhalten. Ohne Schaden zu bringen, bringt das Auto sicher zum Stehen. Ja, habe ich ja leider. Habe ich versaut. Mann, kann man sich mal aufregen. Ich bin halt noch Spider-Man in Ausbildung. Lief beim letzten, aber gegen Ende echt viel besser. So. Sehr seltsames Gebilde. Ich bin Simon Krieger und wir stehen hier neben einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Die Antwort lautet Nuform. Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Unser ganzer Planet, angetrieben von Nuform. Roxanne, wir sind für Sie da. Was war das? Es ist niemand zu sehen. Hier ist einiges kaputt. Vielleicht haben die etwas gesucht. Nach Nuform gesucht. Was hatten Sie nur da? Wer bist du denn? Es gibt mehrere von euch, okay? Mann, diese Nacht nimmt kein Ende. Was für eine Technologie! Venom ist unschlagbar. Ja, Genki hat recht. Venom ist ein guter Name. Und alles schon da. Nicht allein. Wir halten ihn hier auf. Alle anderen nach oben. Wir brauchen Verstärkung. Ich mach's. Und kenne ich ja noch gar nicht. Für Leuchtschwerte. Das hat nichts mit dir zu tun. Das ist immer die neuen Waffen. Ach, komm schon. Was sind das für Waffen? Memory Metal? Das ist aussichtslos. Wir gehen erst, wenn wir hier fertig sind. Er darf nicht wieder losgehen. Wir müssen erstmal uns ein bisschen heilen. Da sind noch mehr auf dem Dach. Ja.
erstmal ein bisschen ausschalten hier. Schalten erstmal schön die Leute nacheinander aus hier. Underground schon wieder. Wir machen jetzt mal hier alles kaputt. Derjenige, der die Waffen anfertigt. Okay. Sie haben von Nuform-Lieferungen geredet. Wenn ich das gleiche finde wie Sie, weiß ich, wo Sie zuschlagen. Aha. Auf so einem Riesenbildschirm. Nuform-Lieferung. Aber warum? Roxxon Security, die können übernehmen. Das sehe ich mir später an. Okay. Ich muss nach Hause. Weihnachtsessen hört sich gerade ziemlich verlockend an. Ich sehe mir diese Gruppe und die Nuform-Sache morgen an. Ja, machen. Ja, Moment. Stopp. Zurück. Den Fähigkeitspunkt geben wir natürlich auch aus. Was ist das hier? Halte für einen Venom-Reißer-Angriff 3 gedrückt, nachdem dein Gegner mit Nahkampf kommen muss oder Venom-Angriff in die Luft geschleudert hast. Was macht das? Zeig nochmal das Bild. Netzreißer-Opportunist. Also, dann zieh ich die nochmal zu mir ran. Finde ich nicht verkehrt. Nehmen wir. Das sind viel zu viele Moves, das weiß ich jetzt schon. So, dann gucken wir uns jetzt noch dies hier mal an. Nein, du sollst jetzt nicht da hochspringen, du sollst dich hier umziehen.
Nein! Kollege, so. Jetzt aber. Umziehen. Ist das zu kalt zum Umziehen? Jetzt geht die Tür auf. Ach, doch nicht. Fesch. Sieht gut aus. Abschluss der Mittelstufe. Lange nicht gesehen, die zwei. Ah. Was können wir das lesen? Lesen. Glückwunsch, Miles und Finn. Ihr werdet der Highschool in den Allerwertesten treten, Rick. Okay. Ich bin hier noch nicht ganz angekommen. Es ist immer noch Abuelas Wohnung, nicht unsere. Großmutter, ne? Alter, hat ein alter Fernseher. Fernseher ist so alt wie Abuela. Sag ich ja. Alter Fernseher. Haben wir hier? Ideen für Spider-Anzüge. Mom sollte das lieber nicht sehen. Ja, aber offen hier rumliegen lassen. Kollege, nicht der hellste so manchmal. Den habe ich mit Pete gesehen. Er hat am Ende geheult. Okay, ich auch. Amor vida engano. Un cuento. Nee, cuento de calamidad. Wie auch immer. Theater. So, Bild haben wir geguckt. Da ist noch was am Laptop. Mal sehen, woran Genki arbeitet. Oh, Speed Nanogun. Kann kaum erwarten, dass es fertig ist. Was auch immer. Hier warten immer noch Sachen von Abuela auf ihre Reise nach Puerto Rico. Ja. Gut, aber bevor wir durch diese Tür gehen, muss ich dann die Folge leider doch schon wieder beenden. Aber jetzt kommen die hoffentlich wieder regelmäßig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und bis dahin, euer Stöffel.